Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Gesetzentwurf, mit dem wir uns heute beschäftigen, beinhaltet viele verschiedene Dinge. Unter anderem verbessern wir die Arbeitsmarktintegration von Geduldeten, wir schaffen Gerechtigkeit für ehemalige NVA-Wehrdienstleistende, die im Dienst verletzt wurden, und wir erleichtern die Situation der Landwirtinnen und Landwirte bei den Vorschriften zur Hofabgabe. Wir leisten mit diesem Gesetzentwurf aber auch einen Beitrag zur Entbürokratisierung dort, wo es geboten ist. So verzichten wir mit dem Gesetz auf eine differenzierte Nachweispflicht der Länder bei der Übernahme der Kosten für die Leistung der Grundsicherung im Alter durch den Bund. In Zukunft wird nur noch zwischen Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unterschieden. Das ist eine spürbare und gebotene Entlastung der Länder. An anderer Stelle dagegen sind wir auf mehr Informationen angewiesen. Aus diesem Grund sollen die Daten zum Bildungs- und Teilhabepaket in Zukunft häufiger und detaillierter erhoben werden. Ich hoffe, dass dies einen Beitrag für eine breite und zuverlässige Datenquelle leistet, die auch eine Grundlage dafür ist, das Bildungs- und Teilhabepaket noch einmal grundsätzlich diskutieren und beraten zu können. So wie es heute genutzt und abgerufen wird, erfüllt es jedenfalls seine Aufgabe für eine bessere Bildung und Teilhabe armer Kinder nicht. Ein weiterer Punkt ist die Anrechnung von Einkommen im SGB XII. So gibt es bei der Anrechnung von Einnahmen aus dem Schonvermögen eine Verbesserung. Zinsen aus dem Schonvermögen in Höhe von 26 Euro werden nicht auf die Leistung des SGB XII angerechnet. Und es wird in dem Gesetz die Anrechnung von einmaligen Einnahmen geregelt. Diese werden im Folgemonat angerechnet, sollten Regelleistungen für den laufenden Monat schon ausgezahlt sein. Das ist überwiegend Technik. Wie erwähnt, klären wir, und das ist keine Technik, die Anrechnung der NVA-Verletztenrente. Wie zugesagt, ist nach Prüfung durch das Ministerium eine Lösung für das Problem der Ungleichbehandlung von dem Wehrdienst der NVA-Beschädigten gegenüber den Wehrdienstleistenden bei der Bundeswehr in dem Gesetzentwurf umgesetzt worden. Die Gleichstellung erfolgt durch die Berücksichtigung eines Freibetrags aus der Verletztenrente, die für die ehemaligen NVA-Wehrdienstleistenden aus der gesetzlichen Unfallversicherung bezahlt wird. Der Freibetrag entspricht dabei der Höhe der Grundrente nach dem Bundesversorgungsgesetz, die den beschädigten Bundeswehrwehrdienstleistenden zusteht, jeweils abhängig vom Grad der Schädigungsfolgen. Und damit ist eine Gleichstellung von ost- und westdeutschen Wehrdienstleistenden im SGB XII gewährleistet. Nicht alles, was das SGB XII betrifft, aber vieles Wichtiges wird in dem Gesetzentwurf geregelt. Gerechtigkeit für die im Wehrdienst der NVA verletzten Soldaten, Verbesserungen für Landwirtinnen und Landwirte und für Flüchtlinge bei der Arbeits- und Ausbildungsunterstützung. Und ich freue mich auf die kommende Diskussion. Vielen Dank, Kollegin Schmidt. Nächster Redner in der Debatte.